Herzlich willkommen. Matthias Kornes hier von ballgewinn.de. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um euch zum einen darauf aufmerksam zu machen, was es für ein neues Online-Angebot von ballgewinn.de und mir gibt. Zum anderen aber euch auch mal heute eine kleine Übungsform zeigen, um da so beispielhaft ein bisschen zu erläutern, wie wir bei ballgewinn.de arbeiten und worum es geht, wenn wir auch diese Online-Seminare für euch anbieten oder euch tatsächlich auch in der Halle bei Schulungen ein bisschen als Trainer neue Impulse geben wollen. Worum geht es? Ich möchte euch etwas vorstellen zum Thema Fangen und Passen. Das ist sozusagen die Beispielübung heute. Eine Sache, die ihr dann auch als Online-Kurs sehen könnt mit anderen Übungs- und Spielformen. Die Seite, auf die ihr dazu gehen müsst, ist ballgewinn.clickmeeting.com, wie ihr das hier gerade eingeblendet seht. Dort findet ihr die Online-Angebote, die Online-Seminare von mir und von ballgewinn.de. Das also für euch als Hinweis. Wer es lieber auch nochmal zu Hause lesen möchte, dem empfehle ich die E-Books von ballgewinn.de. Dort gibt es also auch zum Thema Fangen und Passen lernen, also in der Grundstruktur, die Grundtechnik. Da gibt es ein interessantes E-Book und zum anderen auch Balltransport mit Gegenverkehr. Das ist ein bisschen mehr das, was ich euch heute hier ganz kurz vorstellen will. Diese ballgewinn.de E-Books könnt ihr über die Seite ballgewinn.de und das Kontaktformular dann auch gerne anfragen. Dann schicke ich euch eine Titelliste. Wer da interessiert ist, einfach über die Webseite melden. Ja, ich möchte euch eine kleine Übung heute mal zeigen. Es geht um Folgendes. Es geht um einen Grundaufbau, der sicherlich vielleicht vielen bekannt ist, aber es geht mir nicht nur um die Organisation, sondern um das, was ihr als Trainer daraus machen könnt. Ich nenne das den passenden Stern. Ihr seht hier sechs Startpositionen für zwei Gruppen, die grüne Gruppe und die rote Gruppe. Ihr braucht also im Grunde genommen nur sechs Kegel, sechs Markierungen für die Startpositionen der Spieler und dann könnt ihr eure Spieler verteilen. Ob an jeder Position nur ein Spieler oder mehrere stehen, das ist euch überlassen. Das hängt dann ein bisschen davon ab, was ihr letztlich aus der Übung heraus machen wollt. Ideal ist es natürlich, wenn ihr mit größeren Gruppen hier arbeitet und mindestens zwei oder sogar mehr Spieler an jeder Startposition stehen. Aus dieser Organisationsform ein bisschen Fangen und Passen zu erarbeiten, ist es gar keine so sonderlich schwere Aufgabe. Worauf müsst ihr achten, wenn ihr mit so einer Übung aufbaut und jetzt anfangt zu arbeiten? Wichtig ist natürlich, dass ihr euch im Klaren darüber seid, was ist denn eigentlich euer Trainingsziel? Das Ziel hier ist die Verbesserung oder die Schulung des Fangen und Passens. Später wird dann ein gewisser visueller Zusatzreiz, also eine Druckbedingung hinzukommen, die im Grunde genommen dazu dienen soll, dass eure Spieler wettkampfnah trainieren. An der Grundform können wir darauf noch verzichten. Das werde ich euch gleich zeigen. Wichtig ist, es geht nicht um Anfänger, die also jetzt lernen, einen Ball zu fangen und zu passen. Es geht schon um Fortgeschrittene, die aus der Bewegung passen können. Die Organisation ist klar. Ihr könnt auch jetzt in der ersten Struktur natürlich drüber nachdenken, wie ihr das löst und was die Aufgabe ist. Aber ihr habt im Grunde sechs Startpositionen, aus denen sich zwei Gruppen ergeben. Und wenn ihr nochmal die Grundform anschaut, was könnt ihr jetzt hier alles variieren und was könnt ihr gezielt in eure Trainingsübungsform einbauen? Punkt Nummer eins ist natürlich die Ballrichtung. Ihr könnt nach rechts passen, ihr könnt nach links passen. Das zweite ist die Passtechnik. Ihr könnt im Schlagwurfpass mit der rechten, mit der linken Hand, im Sprungwurfpass mit indirekten Pässen oder mit beiden Händen passend arbeiten. Ihr könnt jetzt auch Laufwege variieren. Zum Beispiel kann es sein, dass in einer Gruppe gepasst wird, also ein roter Spieler zu einem roten Spieler, ein grüner zu einem grünen und in der eigenen Gruppe der Platz getauscht wird. Beispiel: Du spielst nach rechts, also zum in der Reihenfolge rechts liegenden Spieler den Ball zu und läufst deinem Pass hinterher und stellst dich dort in der Gruppe an, wo du hingespielt hast. Alternativ geht das natürlich auch andersrum. Du spielst nach rechts, läufst aber nach links. Das macht es schon ein bisschen komplexer, weil eure Spieler jetzt ein bisschen nachdenken müssen. Spannend wird hier auch, wenn du zum Beispiel die Laufwege dahingehend variierst, dass ein Spieler der grünen Gruppe immer zu einem grünen Partner spielt und ein Spieler der roten Gruppe immer zu einem Spieler der roten Gruppe. Gelaufen aber wird immer in die andere Gruppe. Das heißt, der rote Spieler spielt zu seinem roten Partner, läuft dann zur grünen Gruppe und muss in der grünen Gruppe weiterpassen. Jetzt könnt ihr euch überlegen, was hier entsteht. Es entsteht Chaos. Nämlich Spieler laufen kreuz und quer durch die Passwege und stören eigentlich die anderen beim Passen. Das ist natürlich gewollt, denn das sorgt für den angesprochenen visuellen, also den Blickzusatzreiz. Das Blickverhalten wird jetzt geschult. Du kannst nicht einfach einen Ball irgendwo hinschmeißen. Es könnte jemand im Weg stehen.
Das ist etwas wettkampfnah, als wenn hier die Bahnen alle frei sind und du kannst ganz gemütlich einen Ball von links nach rechts oder rechts nach links spielen. Diese Grundvarianten ermöglichen euch also mit dieser relativ einfachen Grundform deutlich interessanter zu arbeiten. Ihr könnt jetzt also Lauf- und Ballwege beeinflussen und entsprechend dem Spieler vorgeben, wo der Ball hingeht und wo ihr als Spieler hinlauft. Ihr könnt natürlich auch noch etwas anderes machen. Denken wir mal kurz einen Schritt weiter. Ihr könnt zum Beispiel auch die Bewegungstechnik variieren. Man könnte zum Beispiel eine Bewegung machen mit einer Lauftäuschung. Ihr könnt im Sprunglauf agieren, im Hopserlauf. Ihr könnt mit Anfersen arbeiten, mit Kniehebellauf. Die Frage ist, wird ein Spieler besser empfangen und passen, wenn er statt im normalen Lauf im Kniehebellauf läuft? Ich bin mir da nicht sicher. Sicher besser wird er aber, wenn in seiner Passbahn ein Spieler auftaucht, den er umspielen muss. Weil das ist etwas, was in einem Wettkampf auch passieren kann. Wenn ihr also die Lauf- und Passwege so steuert, dass in der Mitte eurer Übung immer wieder Spieler durchlaufen, dann wird es wettkampfnah, interessanter und dementsprechend noch das Anforderungsniveau der Übung deutlich höher. Noch spannender wird es, wenn ihr etwas anderes eindesignt. Zum Beispiel, du wirst Passspieler, wenn du den Ball fängst und zu deinem Partner weiterspielst, und nach deinem Pass wirst du Abwehrspieler, weil dann darfst du die Bälle, die hin und her fliegen, aus der anderen Gruppe attackieren und abfangen. Das sieht dann so aus. Ein Spieler fängt einen Ball, zum Beispiel in der roten Gruppe. Er spielt den Ball zu seinem Partner in der roten Gruppe weiter. Danach wechselt er die Position, zum Beispiel dahin, wo er hingespielt hat, in seiner Gruppe. Auf dem Weg dorthin darf er einen kurzen Moment um den Ball der anderen kämpfen, also den grünen Ball. Wenn er das nicht schafft, schließt er sich in seiner neuen Position an. Was entsteht? Die Spieler, die jetzt kreuz und quer in der Gegend herumlaufen, in der Mitte eures Feldes, werden jetzt aktive Abwehrspieler. Das heißt, Spieler müssen darauf achten, welcher Empfänger von meinem Pass ist frei und welcher ist besetzt. Und natürlich heißt das für euch als Trainer, die Passwege müssen jetzt frei sein. Ein Spieler muss die Möglichkeit haben, wenn er dazu gezwungen wird, durch die Spielsituation auch einmal den Ball aufzutippen. Drittens, es muss klar sein, dass Bogenlampen 20 Meter und die Hallendecke nicht der Pass ist, den ihr sehen wollt. Und ihr müsst natürlich jetzt auch akzeptieren, dass sich die Passempfänger ein bisschen freilaufen an der Position, sodass dieses Dreieck oder dieser Stern ein bisschen aufgelöst wird. Denkt mal drüber nach. Ich wollte euch einfach mal aufzeigen, wie ihr mit einer relativ einfachen Übungsstruktur, ich meine, sehr, sehr interessante Varianten reinbringen könnt. Das ist genauso das Muster, das ihr dann auch in den Online-Seminaren von mir bei anderen Themen seht. Das heißt also, sei es Vereinsmanagement, Athletik oder Handball, schaut da mal rein, ballgewinn.clickmeeting.com. Dort findet ihr die Online-Seminare von mir und ballgewinn.de. Ich hoffe, dass wir uns da einmal sehen oder aber, dass wir uns einmal auf unseren sozialen Netzwerkplattformen bei anderen Kontaktmöglichkeiten sehen. Ihr könnt mich erreichen über die ballgewinn.de-Seite, über die E-Mail-Adresse oder auch über facebook.com und linkedin.com. Jeweils dort immer nach Matthias Kornes oder ballgewinn.de suchen. Dort findet ihr auch weitere Kontaktmöglichkeiten. Ihr könnt auch über den YouTube-Kanal gehen. Der Kanalname ist ballgewinn-de. Ich wünsche euch viel gutes Gelingen und interessante Anregungen und hoffe, wir sehen uns einmal in echt oder in dem virtuellen Seminarraum auf der Click-Meeting-Seite und wünsche euch einen schönen Tag und gutes Gelingen. Tschüss, Matthias Kornes und ballgewinn.de.